Freunde, Baron Rothschild soll damals schon gesagt haben, also angeblich soll er damals gesagt haben, whatever, kaufe, wenn das Blut in den Straßen fließt oder kaufe, wenn die Kanonen donnern oder, ja, kein Plan mehr ganz genau, halt irgendwie sowas, dass man in Krisen reich werden kann. Das war leider das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Eine weltweite Pandemie bietet hier natürlich schon mal von der Definition her eine gute Ausgangslage. Also, Krise haben wir schon mal, hier, check. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, auch Geld zu verdienen, um die Krise für uns zu nutzen. Ach so, ja, man darf ja als Privatperson Testzentren betreiben und bekommt die Tests dann vom Staat bezahlt und dieser kann und darf auch gar nicht kontrollieren, wie viel ich tatsächlich getestet habe, plus ich bekomme auch noch Subventionen vom Staat. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Denn nach dem Infektionsschutzgesetz können auch nicht beruflich qualifizierte Personen Antigen-Schnelltests durchführen. Das heißt, ich kann Leute zum Mindestlohn als Tester einstellen, die müssen noch überhaupt keine Ahnung vom Testen haben, sondern einfach nur ein kurzes Online-Video als Online-Schulung anschauen. Herzlich willkommen in meinem Homeoffice, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sprechen hier kurz unsere Produktpalette durch. Und ich kann dann vom Staat die vollen 18 Euro, die ihr pro Test raushaut, einsacken. Zur Info, ein Schnelltest, der den Anforderungen des Paul-Ehrlich-Instituts entspricht, kostete bereits im März letzten Jahres 2021 nur ca. 3 Euro in der Anschaffung. Das heißt, Freunde der BWL, aufpassen, der Gewinn pro Test wird hier im Einkauf gemacht. Plus, die Abrechnungen, die über die Kassenärztliche Vereinigung laufen, werden keiner inhaltlichen Prüfung unterzogen. Es werden nur Formalien wie stimmige Rechnungsadresse, korrekte Steuernummer etc. geprüft und das Ganze nennt sich dann Plausibilitätsprüfung. Die Abrechnung der Tests ist somit kinderleicht. Man schickt eine Rechnung fristgerecht an die Kassenärztliche Vereinigung und gibt die entsprechende Anzahl der durchgeführten Tests an und erhält dann das Geld vom Bund. Ist das Gesicht eines Menschen, dem es richtig geil geht? So, Freunde, ich habe jetzt meine Hornbrille an. Das heißt, wir rechnen das Ganze mal durch, einfach an einem hypothetischen Beispiel, um zu sehen, was sich damit so verdienen lässt. Das Gute ist, der Öffentlich-Rechtliche hat ja letztes Jahr eine dicke Etat-Erhöhung bekommen. Das heißt, wir werden das Ganze auch mit einer professionellen Animation begleiten. Nehmen wir an, wir machen alle 5 Minuten einen Test. Das macht dann 12 Tests die Stunde. Die Materialkosten für die Tests können wir beim Staat einreichen, also ist das für uns nur ein Durchlaufposten. Wir bekommen 15 Euro pro Test, das heißt, wir machen 180 Euro pro Stunde. Sagen wir haben 8 Stunden am Tag auf, macht das dann insgesamt 1440 Euro am Tag. Dann in der Woche haben wir 6 Tage auf, weil wir sind halt fleißig am Grinden und Sonntag macht der Staat manchmal Auge, macht dann insgesamt 8640 Euro pro Woche. Das mal 4, weil wir haben halt meistens 4 Wochen im Monat, sind dann 34560 Euro plus wir bekommen noch 1000 Euro Mietpauschale für die Räumlichkeiten, abhängig vom Bundesland, aber meistens halt 1000 Euro. Macht dann insgesamt allem in allem ca. 35 Düsen im Monat. Gut, wir haben noch ein paar andere Kostenstellen, gerade sowas wie dann noch Miete und Personal, aber sagen wir einfach mal, zum Betreiben der Station langen 2 Personen. Das heißt, die bekommen natürlich Mindestlohn, haben wir ca. Personalkosten von 6700 Euro im Monat, die wir noch abziehen müssen. Und noch die ganzen anderen Kostenstellen, aber die habe ich jetzt keinen Bock euch vorzurechnen, weil das natürlich auch variiert und es soll auch kein Tutorial auf Steuerkosten werden, wie ihr den Staat abzieht, in Klammern, auch wenn ich dafür wäre. Aber nehmen wir einfach mal an, Miete, Material und die ganzen anderen Kosten gehen noch 8000 Euro drauf. Dann sind wir glatt bei 20.000 Euro, nehmen wir an, ihr betreibt die Station alleine, das heißt 50% gehen an Papa Staat, seid ihr am Ende bei 10.000 netto, läuft doch eigentlich. Und das war ja nur eine Beispielrechnung für eine sehr, sehr kleine Teststation und der wir auch alles ehrlich und haargenau angeben. Nehmen wir an, wir ziehen das Ganze professioneller auf und gucken nicht einfach nur so ein random YouTube-Video über das Thema, sondern sind in einer größeren Stadt mit einer höheren Nachfrage und betreiben auch eine größere Teststation. Plus, wir können unseren, nennen wir es, Ermessensspielraum bei der Angabe von Tests ein bisschen weiter ausreizen. Sagen wir einfach mal konservativ plus 25-100% mehr, dann ist da natürlich noch viel, viel mehr drin. Natürlich sollte man es nicht übertreiben wie bei diesen Beispielen. Das Schöne bei dem Ganzen ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung eh einen Anreiz darin sieht, so viele Tests wie möglich an den Bund weiterzuleiten, denn sie bekommen für die Leistung 0,7-3,5% Verwaltungskostenersatz. Das Motto lautet also wie überall im Leben, je mehr, desto besser. Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König!
Jetzt fragt ihr euch, wie sowas überhaupt sein kann, da sich das alles viel zu einfach und auch wirklich dumm anhört. Also, ne, wo ist hier der Haken? Naja, einfach gesagt, es gibt keinen. Es wird nicht geprüft und es darf auch gar nicht geprüft werden. Also zumindest war das noch im März 2021 so. Das liegt daran, dass die Daten, die bei den Testungen von den Probanden gespeichert werden, von der Kassenärztlichen Vereinigung und vom Bund gar nicht angefordert werden dürfen. Einfach gesagt, weder die Gesundheitsämter noch die Kassenärztliche Vereinigung dürfen personenbezogene Daten von einem Testzentrum erhalten. Ne? Hier Stichwort Datenschutz. I believe so, and I want to be careful here because that are. Wenn du dir jetzt denkst, geil, ich mache jetzt die dicke Kohle mit Testzentren, dann muss ich leider enttäuschen, denn es wird gerade schwierig. Denn die Landesämter wollen weniger Testzentren, es wird zurzeit vermehrt kontrolliert, um schwarze Schafe zu finden, die Bezahlung für die Tests wurde leider auch reduziert und die Kassenärztliche Vereinigung erhält mit der neuen Testverordnung präzisere Kontrollmechanismen. In Klammern alles das, was wir auf diesem Kanal nicht mögen. Das heißt, wir sind leider ein Jahr zu spät. Ja, danke Karl. Wenn man sich jedoch anschaut, wie spektakulär einladend die Verordnung zu Beginn gestaltet wurden, darf man auch darauf hoffen, dass der Bund bei der nächsten Krise ähnlich gute Chancen für einen ermöglicht. Stichwort Bundeswehr. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine kein Spaß. Wenn ihr mehr über Putin und seine Absichten wissen wollt, dann schaut bei diesem Video bei Mr. Wissen2Go vorbei.